Ja, hallo meine lieben Zuschauer. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Beyond Two Souls. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. L1. Hey. Das ist ja ein... Ich brauche Geld. Ja, ich bin ja schon da. Was kann ich machen? Stopp. Ja, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind mitten wieder reingesprungen. Ich habe jetzt auch ein paar Tage nicht mehr aufgenommen. Das ist jetzt wieder die Aufnahme ist schon wieder ein paar Tage her. Wo sind die denn da? Wie soll ich mich denn um den kümmern, wenn der... Ja, Alter, das ist doch... Es geht... Also diese Steuerung regt mich jetzt schon wieder auf. Ey, was soll ich machen? Die Steuerung regt mich jetzt schon auf. Ach, da kann ich was machen. Okay. So. Nee. Oh Mann. Warum macht sie das nicht? Warum macht sie das jetzt erst? Also diese Steuerung ist echt... Es ist auch ein ganz großer Manko gewesen. Das sind ganz große... Nee, was muss ich auseinander machen, gell? Einer der größten Beschwerdepunkte, dass diese Steuerung nicht... Aha. So, damit sollte man das auch geschafft haben. Komm, wir müssen hier weg, bevor noch mehr kommt. Warum ist sie denn so leise? Warte mal ganz kurz. Sprache. Untertitel keine, Steuerung... Kann ich nicht einstellen. Sie ist so voll leise. Ja, super. Achso, ich muss ja wieder was machen. What the fuck? Ich hab doch... Ich hab den falschen Kontakt. Ah, Mann. Nach unten. Nach oben. Nach hinten. X. Aua. Das hat bestimmt wehgetan. Was muss ich machen? Suizid bei Geist. Irgendwie total leise gerade. Die Sonne geht auf. Jetzt wird es schwer, hier nicht entdeckt zu werden. Der Turm. Der Turm ist da drin. Ob du original Diabila und Neck? In der Burj al-Shabab? Was immer du sagst. Warum ist denn das so leise? Was macht sie denn? Panzer? Ernsthaft? Kann ich was mit Aiden machen? Nee. Kommt da noch mehr? Nope. Also die Steuerung ist auch wirklich einer der größten Mankos
in dem Spiel, also der wirklich der größte, also der einzige Punkt, der wirklich, wo man sich drüber beschweren kann, finde ich. Ja, wo ist er denn hin? Wo ist denn der Junge hin? Wo ist denn der Junge hin? Hä? Ja, wo bist du denn? Da bist du. Oh. Ja, Krieg ist nicht schön. Wo kommt das her? Keine Chance. Wir müssen direkt durch. Bleib bei mir, okay? Oh, der Kleine. Schnell, hilf mir! Na, genau, Schild aufbauen. Ja, komm schon! Oh, yes. Hätte auch einfach eine Rauchgranate werfen können. Okay, kletter hoch. Die Soldaten interessieren natürlich auch nicht. Und nach oben. Dass da gerade jemand durchgerannt ist. Die rennen dann natürlich nicht hinterher. Nö. Irgendwann schmeiß ich mal den Controller durch die Wohnung. Oh. Da hat doch einer eine Panzerfaust eben gehabt, oder? Ich find's aber gut, dass hier weniger auf Shooter gelegt wird, wie zum Beispiel bei jetzt Tomb Raider oder da war die Panzerfaust. Oder Uncharted oder sowas, sondern dass hier wirklich dann abwehren. Kabel von Controller abmachen, das nervt bei den Aktionen. Ach, meine Lieben, übrigens, ja, frohe Weihnachten. Die Folge hier kommt ja am ersten Weihnachtsfeiertag raus. Ich nehme gerade auf, es ist 3:45 in der Nacht. Ich habe eben 3 Stunden Hardline aufgenommen, 4 Stunden Hardline aufgenommen, weil ich einfach so geflasht war wieder mal von dem Spiel, da so viel Spaß gab von dem Spiel. Da müssen wir hin. Und ich muss in 1,5 Stunden auf Arbeit. Deswegen nehme ich jetzt ein bisschen Beyond auf. Warum macht er nichts? Warum macht er nichts? Der macht nichts. Controller. Der macht nix. Okay, der Controller funktioniert. So, und probieren wir mal alle Tasten mal durch. Linker Stick. Rechter Stick. L1. Er macht nix. Das funktioniert auch. Er macht tatsächlich nichts. Controller irgendwo hinschmeißen? Nee, auch nicht. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ah, jetzt macht er was. Das kam unerwartet. Komisch. Der Kleine noch, genau. Komisch Ding eben. Ja, so ein Hausgeist ist schon was Tolles. Der Typ oben auf dem MG sieht ihn natürlich nicht drauf liegen. Ganz ruhig, Ei. Vielleicht kommen wir unbemerkt hier durch.
Was nun? Scheiße, Aiden! Was verdammt nochmal tust du? Jetzt ist ja gut, war die ganze Stadt! Entschuldigung, es war nicht Aiden, es war ich. Boah. Bleib unten, nicht bewegen! So, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder. Genau. So, jetzt versuchen wir das mal hinzukriegen. Und tritt ihn doch einfach mal runter. Und jetzt schön das Ding in die. Oder so, genau. Ja, genau. Und der nächste. Der kommt doch. Oh, der Kleine. Kommt doch keiner auf die Idee, mal zu schießen. In your face. Oh, ich muss doch wieder wackeln. Jawohl. Komm mal raus hier. Fahrscheine bitte. Das wird wehtun. Ah, ja, man sollte sich beim Fahren nicht mit anderen Sachen beschäftigen. Ja, die haben ein riesengroßes MG hinten drauf. Warum ballern die nicht? Okay, deswegen. Deswegen haben sie nicht geballert. Der Kleine ist so süß. Alles okay, Salim? Tayeb, Tayeb. Lemuza bi ey Aza. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Oh nein. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? Lana Trukuki. Yumkinu ni al-baka wila janibuki. Hastatiu Musa hadatuki. Tut mir leid, aber. Du kannst nicht mitkommen. Du bist sehr tapfer, Salim. Und irgendwann ist das alles hier vorbei. Und du kannst einfach wieder ein Kind sein. Naja, ich glaub's eher nicht. Jamal war hier irgendwo. Ich habe nicht viel Zeit. Okay. Da ist der Turm. Ach, diese Steuerung. Ich will nicht da in Deckung gehen. Ich möchte, dass du darüber gehst. Nein, das macht sie natürlich nicht. Da ist der Turm, da müssen wir hin. Die Straße frei, da sind zwei. Und da sind welche. Da. Jamal ist hier. Wer okay, weiß er das? Such einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann. Gleich da? Was hältst du da? Ist das ein guter Platz?
Du weißt, was du tun musst. Finde Jamal ein. Los, okay. Weiter. Fast geschafft. Das ist er. Das ist Jamal. Ich komme nicht nah genug an ihn ran. Du musst das übernehmen, Aiden. Nein, Aiden. Man darf uns nicht bemerken. Was soll ich machen? Ist irgendjemand, der Amok laufen kann? Ja. اهلا سمير الى اين انت ذاهب ماذا نانا يبدو انك ليس بخير يجب ان ترش وجهك بقليلا من الماء اوكي Das hat auch schon mal nicht funktioniert. Ach verdammt, das hätten wir. Okay. Nehmen wir mal ihn. Gut. Such eine Waffe. Hat er denn eine Waffe? Der hat eine Waffe. Ich hätte das den großen. Ich muss es tun. Befehl ist Befehl. Der Kerl hat Blut an den Händen. Er verdient den Tod. Komm schon. Ich schaff das. Ich kann ihn töten. Ich kann ihn töten. Hey, da geht's nicht. Die wundern sich natürlich nicht. Junge, das macht man aber nicht mit einer Waffe. Das ist völlig schwachsinnig, was du da machst. So, da rein dürfen wir nicht. Hier ist ein großes Fenster. Aber die lassen uns ja nicht rein. Es wäre ja schwachsinnig, wenn sie ihn nicht reinlassen, aber ihn jetzt hier ja. Was für ein Schwachsinn. Gleich mal die ganze Armee ausgelöscht. Nice. Mach die Tür für mich auf. Ich brauche Hinweise für Jamals Tod. Schnell! Ja, wie? Ja, wie? Hast du eine Tür? Die ist es nicht. Gibt's hier noch eine andere Tür? Die Tür. Hab ich natürlich völlig übersehen. Ja, guck nicht so, ich stehe direkt davor. Leichtes Massaker. Ja, jetzt begib dich noch. Frauen. Sind nicht die ersten, die sie umbringt. Ach, komm schon, Major. Ihr müffelt's ein bisschen. Der ist noch nicht tot. Nee, der Junge. Salim? Abi!
Oh nein, sein Vater. Fuck. Er ist dein Vater. Jede unserer Tat hat Konsequenzen. Mal gucken, ob ich den Computer da noch drüben mitnehmen kann. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Nee, anscheinend nicht. Ja, jede unserer Taten hat Konsequenzen. Oh, verdammt! Fuck, wir müssen weg von hier! Nee, natürlich nicht. Ernsthaft. Gut, meine Lieben, wir müssen aber eine Pause machen, weil wir sind schon wieder bei 23 Minuten und ich kann nur 2 Folgen heute aufnehmen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder beim nächsten Teil von Beyond Two Souls. Vielen, vielen Dank. Bis morgen. Ciao.